Hallöchen und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute mal ein ganzes Video, in dem wir nur unsere Corvette auftanken. Nein, natürlich nicht. Entschuldigt. Sowas mache ich sonst nicht gern, aber ich muss mal ganz kurz nachtanken, denn wir kommen bald in zwei Sprüngen in einem System an, in dem ich euch mal gern was Schönes, Praktisches, Einfaches, Wohlwollendes zeigen möchte. Bis dahin, ich hatte ja letzte Woche erwähnt, ja, hier, bla bla bla, ich habe am Mittwoch Urlaub und da kommt immer mal vielleicht ein Livestream, Donnerstag, Freitag, vielleicht am Wochenende und so weiter und so fort. Und ich hatte es unter einem Video geschrieben, dass es mich nochmal, ich hatte es ja die Woche davor schon mal lahmgelegt. Bloß mal jetzt kurz zur Erklärung, warum kein Livestream kam bisher. Ich hatte es ja davor schon mal am Wochenende mit so einer kleinen Erkältung irgendwie lahmgelegt, da hatte ich mir mal zwei, drei Tage Ruhe gegönnt und mal nichts weiter gemacht. Und jetzt am Donnerstagabend hatte ich selber keine Zeit und vom Donnerstag zum Freitag ist mir was passiert, das ist mir noch nie passiert. Mir war dann auf einmal, wer es nicht hören möchte, springt vielleicht mal ein, zwei Minuten in die Zukunft. Mir war so übel, dass ich in der Nacht 4 Stunden lang alles aus mir rausgereiert habe. Ich weiß nicht warum, ob es an irgendwas zu essen, zu trinken lag oder so. Ich hatte noch Besuch. Diejenige aßete und trank dasselbe und da war nichts, mit mir jedenfalls schon und jedenfalls hing ich in der Nacht von 2:30 bis früh um 7, 7:30 irgendwie nur im Bad und habe alles aus dem Leib gekotzt. Auch deswegen war Freitag, Samstag bei mir absolute Ruhe angesagt, Freitag ging gar nichts, da war ich voll im Arsch, mir tat alles so weh, ich habe noch nie so viel gebrochen in meinem Leben, Samstag ging dann auch noch nicht so viel, da hatte ich noch Kopfschmerzen und so weiter, konnte ich noch nicht so viel machen, ich hatte dann glaube ich eine Folge oder zwei oder ich weiß nicht mehr wie es war, ich krieg selber gerade nicht mehr zusammen, Divinity oder so rausgehauen und ja. Ab Sonntag ging es dann wieder, dann Montag war schon wieder ein bisschen mehr los. Jedenfalls deswegen, weil es mich nochmal ganz schön entschärft hat und ich weiß bis heute nicht, was es genau war. Deswegen kam da keine Livestream. So, wir springen jetzt aber erstmal weiter. Wir machen nämlich heute keine Hyperraumsprünge in Originalzeit hier, in Lichtgeschwindigkeit reisen. Ihr seht, die Zeit geht runter, Tag für Tag verstreicht. Aber das tun wir uns nicht an. So, der vorletzte Sprung und zwar das nächste System, was wir gleich erreichen werden. Moment, bitte warten. Huch, nee, das, okay, das ist schön. Hier will ich überhaupt nicht hin, hau bloß ab, ey, Neutronenstern. Immer noch leicht die Nase voll, aber ich finde dich immer noch schön. Geil, ne? Sieht geil aus auf alle Fälle. So, jedenfalls das nächste System. Darum geht es mir eigentlich. Das war jetzt unvorbereitet. Das System Okinura. Da schon mal vorweg herzlichen Dank an den Commander aus dem deutschen Forum, Vinzenz. Der hat dazu ein Posting eröffnet. Und zwar in dem System gibt es an einer bestimmten Stelle einen Naphtha-Class-Tanker. Naphtha-Class-Tanker, keine Ahnung, ich kann sowas immer nicht richtig aussprechen. Jedenfalls ist das ungefähr das gleiche wie Death's Hope, wenn sich daran jemand noch erinnert. Und zwar das unser Materialien-Eldorado, was man auf einem Planeten finden kann. In dem Fall ist es ungefähr das gleiche, denn man hört schon raus, ein großer Tanker, ein großes Schiff liegt dort vor Anker und zwar hier in Okinura. Der sechste Planet ist das. So, das dürfte nicht so weit weg sein. Ein paar hundert Lichtsekunden bloß. Ey, komm, ich habe die vorhin schon mal aufgerufen, damit es jetzt schneller geht. Und jetzt lädst du so lange. So, Planet 6, genau. Und zwar in der Nähe vom Fischer Terminal. Können auch eigentlich das als Ziel setzen. Dort soll sich der Tanker befinden. Und dort drumherum findet man auch die ganzen seltenen Materialien. Sprich, man muss nicht mehr bis nach Death's Hope fliegen, sondern das System Okinura würde dafür ausreichen. Das testen wir jetzt mal und fliegen da mal hin. Das System Okinura war jetzt 8 Sprünge vom System Hohzi entfernt, wo ich mit der Corvette am Ende der letzten Folge nochmal rausgekommen bin. Oder dort wieder zurückgesprungen bin. Also eigentlich nicht weit weg, bloß ein paar Lichtjahre. Das hat jetzt halt bloß 8 Sprünge mit der Corvette gedauert, weil die halt
eine miserable Sprungreichweite hat. Das waren jetzt nicht mal, wie viel waren das? 93 Lichtjahre, also nicht weit weg, ne? Was ist noch in der Nähe? Sirius ist in der Nähe, Wirt ist hier oben, Shinrata Desra, die Faunus Wirt ist da oben. Also relativ zentral gelegen, das System Okinura. So, dort in der Nähe vom Fischer-Terminal, da Tanker der Nefta-Klasse. Genau, da wollen wir hin. Es wird auch schon angezeigt. Dafür braucht man keine Koordinaten anfliegen, finde ich sehr gut. Und ja, schauen wir uns die Sache mal an. Und dort soll man halt auch einige seltene Sachen finden. Ich glaube, man kann dort auch noch mal ein bisschen rumscannen. Und wir können uns das Ding nämlich auch mal mit einem Fighter anschauen. Wir haben ja noch welche dabei. Sofern Ruben nicht wieder alle kaputt gemacht hat. Nein, sind noch alle 16 da. Vor allem ist das sehr, sehr nah am Planeten dran. Also die Aussicht wird ganz geil. Denn, da muss ich noch dazu sagen, der Commander Vinzenz, der das im deutschen Forum gepostet hat, vielen Dank nochmal, der verlinkte auch ein englischsprachiges Video dazu, was irgendwie schon 2-3 Tage alt ist, da das dort schon mal jemand gezeigt hat. Also auch dahingehend nochmal Dank. Gut, da können wir reinspringen. So, da ist das Teil. Guck mal, da fliegen auch andere Schiffe drumherum. Da bin ich ja froh, dass ich mit der Korvette hier bin. Ich weiß ja, Typ 9? Okay. Ich weiß ja nicht, was die Schiffe hier so vorhaben. Was sind denn das alles so für Schiffe? Keelback, alles irgendwelche Frachter? Ey, komm. Ich habe hier 10 Kilometer Scanner drin. Na gut. Ja, so sieht das Schmuckstück aus. Richtig toll, richtig geil. Natürlich ähnliche Komponenten, wie man sie schon kennt. Aber so in der Kombination habe ich es noch nie gesehen. Vor allem auch, dass diese Kuppeln da drin so angeordnet sind. Hier das Blaue hier vorne, das sind wahrscheinlich die Schubdüsen. Die sind neu, die kenne ich so gar nicht. Sieht alles nicht so schlecht aus. Und drumherum, um den Tanker, liegen halt die ganzen Sachen. Na, hier sieht man das alles. Chemiedistillerie, mechanisches Equipment, Gitterwiderstände, galvanisierende Legierung, aber auch andere Sachen wie zum Beispiel chemische Manipulatoren sollen sich finden lassen, Hybridkondensatoren, mechanischer Schrott, raffinierte Laserkristalle und so weiter und so fort. Man muss halt ein bisschen um das Schiff drum herum fliegen, damit man da wohl alles zu sehen bekommt. Und wie bei Death's Hope soll das wohl ähnlich sein, wenn man sich neu einloggt, sollen die wieder da sein. Also wer was braucht, wer was sucht, kann ja herkommen. Vermutlich gibt es hier auch alle seltenen Sachen. Muss halt ein bisschen Glück haben. Wir werden gescannt, wir sind feindlich. Ich hoffe, die hauen mich jetzt hier nicht aus dem Orbit raus. Boah, ich muss mal kurz, es ist so sinnlos. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache. Es ist zur Gewohnheit hier, das Supersampling kann. Eigentlich könnte ich es auf 1,0 stellen, weil ich eh die höhere Auflösung drin habe. So. Gut. Ah, sieht aus wie so ein kleines Gesicht, wie so von so einem, hier, aufblasbaren Fisch. Kugelfisch, meine ich. Okay, Gitterwiderstände. Habe ich die denn noch dabei? Habe ich noch dabei. Hier mechanisches Equipment, gebrauchte Schildemitter. Gebrauchte Schildemitter 17, ja. Mechanisches Equipment 7 bloß, die können wir mal mitnehmen. Ich habe ja noch die Sammler. Habe ich noch drin, aber das Modul ist deaktiviert. Ich könnte es eigentlich aktiviert lassen. Ich meine, ja, steigt halt der Verbrauch vom Kraftwerk um 1%. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Nee, mechanisches Equipment wollte ich doch, ne? Ja. Übrigens hatte letztens, als ich in der Kampfzone war, hatte ich ja die Polymerkondensatoren eingesammelt. Und eventuell gibt es sie hier auch. Kann auch sein, ne, dass es die hier auch gibt. Und Ruben, der hat immer auf die Drohnen geschossen, die ich losgeschickt habe.
Also wer das vielleicht noch nicht kennt, die Drohnen, die Sammeldrohnen, die kann ich ja einmal so rausschicken, so wie jetzt, wenn ich das Ziel vor mir anvisiert habe, schicke ich die Drohne raus und dann holt die ganz, ganz schnell das Material, in dem Fall das mechanische Equipment oder auch beim Bergbau den einen Brocken. Ne, wenn ich den anvisiert habe, dann wird das ganz schnell geholt, die Drohne ist dadurch ein bisschen schneller und verpufft allerdings danach, geht kaputt nach dem einmaligen Einholen. Wenn ich die allerdings so rauspacke, dann sammeln die halt irgendwie 12 Minuten, genau 720 Sekunden. Wenn ich die beiden Sammler jetzt einfach mal so rauspacke, ohne dass ich irgendwas anvisiere, dann dürften die mir hier alles einsammeln. So hole ich die zweite auch mal noch raus. Die fliegen da jetzt fleißig los und sammeln mir hier alles ein. Das ist natürlich eine ganz feine Sache. Schon wahnsinnig, wie groß das ist, ne? Im Vergleich zum Hauptschiff, zur Korvette. So. Sammeln die weiter, während ich im Falter sitze? Schauen wir uns mal an. Ja, mach mal einen ruhigen. Hab gerade ein Schlückchen Kaffee getrunken. So. Die sammeln weiter. Lass bitte das Schiff da stehen. Ruben, lass das Schiff in Ruhe. Junge, lass es einfach da stehen. Das wäre ganz, ganz lieb. Du Kunde, ey. Genau da lässt du das Schiff jetzt. Guck mal, die Drohnen sammeln zum Beispiel nicht weiter. Da können wir aber mal nah an so eine Drohne ranfliegen. Boah, der ist echt, also die Fighter sind echt schnell, ne? Ach, guck mal, das ist ja genial. Der hat es ja sogar davon dran. Das ist ja witzig. Da der kleine Fighter... Da ist unser Schiff. Da ist das Riesending. Da fliegen wir gleich mal mit dem Fighter noch ein bisschen rum. Das sieht schon geil aus, ne? Wie so eine zusammengeschrumpfte, Clipper. Weg da, ich will ein Foto machen. Das finde ich doch mal witzig. Sehr gut. Ja gut, der sammelt nicht weiter. Der Sack hat die Frachtluke eingefahren. Ich hätte den nicht mitnehmen sollen, ey, ohne Scheiß. Der macht nur Mist mit den ganzen Raumschiffen. Warte mal, sehe ich den zufällig jetzt dort im Cockpit sitzen? Ja, zumindest nicht, oder? Ach nee, wir sitzen ja weiter. Ja, Moment mal. Theoretisch wird doch gesagt, dass man den per Funk steuert, den Fighter, oder? Weil sonst würde ich ja draufgehen, wenn ich draufgehe. Oder ist das bloß eine Attrappe da drin? Nö, das sieht schon nach uns aus. Merkwürdig. Aber geil sieht der Fighter aus. Der gefällt mir richtig gut. So, dann schauen wir. Uiuiui, der ist aber echt schnell. Hoch. Oh Mann, ey. Oh Gott, das war so knapp. Da hätte ich gerne ein Replay von. Sehr schön. Ne, komm, wir fliegen mal ein bisschen genauer rein. Aber nicht so schnell. Das mit Maus und Tastatur. Ich möchte es nur noch mal betont haben. So, sehr schön. Ja, die kleinen Bio-Kuppeln, ein paar Pflänzchen. Sieht man wahrscheinlich in Jurassic World Evolution nächstes Jahr auch wieder. Exakt dieselbe Fauna. Nee, Flora, sorry. Tierchen hampeln da drin noch nicht rum.
schon beeindruckend, dieses große Ding. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Ich wollte mal zu dem Schub düsen. Einfach boosten. Piu. Alter, der schießt aber los. Ich fass es nicht. So, das ist vorn. Huch. Das war ein bisschen zu schnell. Moment, ich drehe mich nochmal. Ich frage mich ja immer, warum müssen bei Raumschiffen manchmal Leitungen offen da liegen? Wahrscheinlich in dem Fall, weil das Raumschiff hier ein bisschen Schrott ist. Oder? Sieht so aus, als ob da irgendeine Platte fehlt. Oh. Plupp. Das sieht wirklich aus wie so ein Gesicht. Da wohnt da jemand drin. Ist das die Hauptbrücke, die Luxus-Suite? Die President-Suite? Die ALP-Suite? Spricht Bände, oder? Ging, also ich, wer es noch nicht gecheckt hat, es hat nicht ganz funktioniert. Das ist ja witzig. Das ist ja toll. Jetzt hör mal auf hier. Ich will nochmal wegboosten. Der hat aber auch kein Schild verloren, nichts. Ne? Ich meine, ich kann das... Ich versuch's gerade in irgendeine Richtung zu lenken. Okay, es wird langsamer, glaube ich. Alter, was zur Hölle. Okay, ich hab's wieder. Gleich. Ah, Alter, das war aber ein Dreh. So viel zum Thema Maus-Tastatur. Nee, das war einfach zu schnell. Da konnte ich nicht reagieren. Okay, zünden die jetzt? Da ist ja noch Saft drauf. Guck mal. Ich habe vorhin gar nicht gesehen. Geiles Ding auf alle Fälle. Ja, hauptsächlich ging es mir um die Materialien zu zeigen, dass man die hier auch gut sammeln kann. Gut, bis hierhin können wir fliegen, weiter nicht. Alter, wie riesig das ist. Sieht halt einfach kaum, ne? Kann es sein, dass sich der Cruiser dreht? Weil, also die Kamera drehe ich gerade nicht. Der zieht auch nicht im Orbit lang. Und das ist merkwürdig. Oder das Schiff, warte mal. Ach ne, das Schiff dreht sich, alles klar, sorry. Das war nicht der Cruiser, das war mein kleines Schiffchen. Ja, auf alle Fälle fett gemacht, ne? Komm, wir docken mal wieder an. Noch ein letztes Mal. Nehmt einen Fighter mit, wenn ihr hier seid. Macht schon Spaß. Und wenn ihr eine VR-Brille habt, setzt die vorher auf. Bin froh, dass ich die nicht auf hatte bei dem Anrempler von gerade. Gut, dann docken wir mal wieder manuell an. Ja, nicht schlecht, ne? Also fliegt ruhig her, sammelt euch das Zeug ein. Wenn was nicht dabei ist, dann ja, springt nochmal raus, springt nochmal rein. Dann sollte da auch was Neues generiert sein. Theoretisch ist es möglich, da auch alles zu finden. Auch die seltenen Sachen halt. Muss man halt bloß ein bisschen Glück haben. Oder haben die nicht mal gesammelt, weil das voll war? Ne, voll war nicht. Ruben, der Sack hat die Frachtluke zugemacht. Na komm, die zweite noch.
hole ich mir den Rest mal, der hier noch rumliegt. Kann ich es noch irgendwie scannen? Weil manchmal kann man die ja noch an bestimmten Punkten scannen. Aber da muss man immer sehr nah ran. Ja, ich glaube nicht. Aber das Ding ist ja noch intakt, ne? Also ich meine, sonst wird sich das Teil ja auch nicht drehen da hinten. Stimmt. Kann ich da rein? Komme ich da? Keine gültigen Sammlungsziele. Das kommt dann, wenn alles zu weit weg ist. Ja, jetzt gehen die Dinger kaputt, weil ich mich rein stelle. Wenn das große Schiff jetzt wegspringt, bin ich im Arsch. Das Schiff wahrscheinlich auch. Wie winzig die Korvette einfach nur wirkt. Richtig schöner Anblick. Total geil. Ah, dafür liebe ich das Spiel so sehr. Schön, ja. Gut, dann werde ich noch ein paar gemeinsame Minütchen alleine hier verbringen und entlasse euch mal in den Feierabend für heute. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Fliegt selber her, System Okinura 6, links unten steht es nochmal, relativ einfach geschrieben, relativ in der Mitte der Bubble zu finden. Ja, und schönen Tag noch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.